Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 9, zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung von Hessen zur Ausführung des Baugesetzbuchs 1940-29 zu 1935-60. Die Berichterstatterin ist die Frau Kollegin Wissler. Bitte sehr. Ja, mach. Ja, endlich mal darf ich mal was sagen, wo alle zustimmen. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Beschlussempfehlung: Der Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung empfiehlt dem Plenum einstimmig, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen. Vielen Dank für die Berichterstattung. Ja, ich habe nur eine Wortmeldung. Ich muss da anfangen, oder man lässt es. Also, der Kollege Kaufmann hat das Wort. Meine sehr verehrten Damen und Herren, zu später Stunde ganz kurz. Der Gesetzentwurf enthält in einem Satz zusammengefasst die Vorgabe, dass eine bislang bestehende Höchstfrist von 7 Jahren für eine Möglichkeit baurechtlicher Nutzungsänderung im Außenbereich außer Anwendung gesetzt wird. Nach der Vorgabe und der Anhörung hat niemand etwas dagegen. Im Ausschuss war es einstimmig. Auch andere Bundesländer, die die Regelung schon entsprechend ausgesetzt haben, melden keine negativen Effekte. Insoweit können wir dem auch so zustimmen. Mehr ist, glaube ich, nicht zu sagen. Vielen Dank, der Kollege Siebel hat sich gemeldet zum Punkt 9. Gehe ich davon aus? Also, ich nehme an, zu Punkt 9, ne? Zu dem Bau. Ja, weil. Da steht 7 drauf. Weil Punkt 7 angemeldet wurde, deshalb. Wir haben das ja noch im Griff hier oben. Ne? Bitte sehr. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Präsident, dieser Gesetzentwurf wird ja wohl die Mehrheit des Hessischen Landtags finden. Und da die Geschäftsführer sich nicht darauf verständigen konnten, dass dieser Gesetzentwurf ohne Aussprache beraten wird, müssen Sie jetzt ertragen, dass ich ein paar Sätze dazu sage. Und ich will das in folgender Form tun. Sie erinnern sich alle noch gut an die Rede des Ministers, wie er den Gesetzentwurf bei seiner Einbringungsrede auch sehr plastisch beschrieben hat, welche tatsächlichen Errungenschaften wir erwarten dürfen, wenn dieser Gesetzentwurf zur Entfaltung kommt. Von daher verlese ich Ihnen einen Berichtsantrag, den ich gedenke, im Jahr 2018 hier im Hessischen Landtag zu stellen. Dieser Berichtsantrag besteht aus 3 Fragen. Er besteht erstens aus der Frage, wie viele alte Kuhställe sind im letzten Jahr zu Kulturstätten umgewandelt worden. Zweitens, wie viele Scheunen sind in Hessen zu Ateliers umgebaut worden. Und drittens, wie viele Lagerhallen sind zu Wohnhäusern umgebaut worden? Meine sehr verehrten Damen und Herren, das waren die Verheißungen, die Herr Staatsminister Al-Wazir bei seiner Einbringungsrede uns zum Besten gegeben hat. In einem Jahr werden wir sehen, was der Gesetzentwurf tatsächlich bewirkt hat. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Siebel. Das hat Herr Abg. Lenders, FDP-Fraktion. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, es mag ja für ein bisschen Verwirrung sorgen, aber ich gehe einfach mal nach vorne, weil der Staatsminister hat es ja gerne, wenn man ihn lobt. Und die Frau Staatsministerin mag das auch besonders gerne. In dem Bereich hat da einfach mal die Landesregierung etwas Gutes gemacht. Und wenn das hier einstimmig ist, dann kann man das auch sagen. Damit bin ich aber schon durch. Schönen Abend. Vielen Dank, Kollege Lenders. Jetzt hat das Wort der Kollege Uli Kaspar, CDU-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren!
der Gesetzentwurf ist gut. Deswegen habe ich in der ersten Lesung das auch begründet. Von der Opposition sind jetzt auch keine anderen Meldungen, und Mitteilungen und Ausführungen gekommen. Insoweit verweise ich auf meine Rede auf Seite 5536 des Landtagsprotokolls dieser Legislaturperiode. Ich könnte heute das Gleiche noch einmal sagen, aber das erspare ich dem Haus. Deswegen kann es jeder, der Interesse hat, dort nachlesen. Vielen Dank. Vielen Dank. Ein Grußwort hat der Minister. Bitte. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist so, dass ehemals forst- oder landwirtschaftlich genutzte Gebäude häufig verfallen, weil, wenn die Nutzung eines solchen Gebäudes im Außenbereich aufgegeben wird, es nach 7 Jahren die Privilegierung verliert. Es wird dann illegal, muss abgerissen werden. Genau dem wollen wir mit dem Gesetzentwurf entgegenwirken. Ein Abriss ist nicht immer sinnvoll. Und man kann ein solches Gebäude auch umnutzen. Die Neuregelung ist natürlich nicht grenzenlos. Es muss auch eine erhaltenswerte Bausubstanz da sein. Und die Erfahrungen aus anderen Bundesländern zeigen, es bestehen keine Anhaltspunkte für eine Mehrbelastung des Außenbereichs. Und zu einer Zersiedlung kommt es dadurch auch nicht. Und letzter Satz. Neubauten bedeuten immer entsprechende neue Belastungen und Versiegelungen an anderer Fläche. Deswegen ist es sinnvoll, an dieser Stelle in diesem Bereich das zu ermöglichen. Das hilft. In aller Regel ist es dann Wohnung für Familienangehörige derer, die da vorher unterwegs waren. Es war auch eine Anregung des Bauernverbandes. Ich bin dankbar dafür, dass das Parlament dem wohl einstimmig zustimmen wird. Vielen Dank. Herr Minister, herzlichen Dank. Wünscht noch jemand das Wort? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Hessisches Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs zweiter Lesung seine Zustimmung erteilt, bitte um das Handzeichen. Das ist das ganze Haus. Es gibt keine Gegenstimmen, keine Enthaltungen. Dann stelle ich fest, dass der Gesetzentwurf der Landesregierung einstimmig beschlossen wurde und damit in zweiter Lesung zum Gesetz erhoben wurde.